So, das is ist es hier doch. Ich will jetzt diese Goldmedaille da. Jetzt habe ich eine Bombe. Oh, das ist ja, also das war ja wieder. Also die Bombe, die zündet ja wie so ein. Wie eine Knallerbse, da hau ja voll rein, ey. Weißt du, was wollen die denn damit reißen, die Opfer, ey? Oh, er ist tot. Jawohl! Das gibt es doch nicht, ja, genau. Er überlebt das hier unten so, ja. Oh, ey. Ich habe aber auch so ein tolles Glück, ne? Das ist echt unbeschreiblich manchmal. Ja, wieder nicht geschafft. Boah, das ist aber auch hart, ey. 8 Leute mit einem Schuss zu töten, irgendwie. Boah, Matsch. Squish, wer es noch kennt. Ja, wieso hat er das jetzt überlebt? Der war voll krass, es kam voll angewirbelt, der Teeträger, ey. Wenn Wirbel den Teeträger überlebt, ne? Da auch wieder. Und fällt sogar noch ein Stein auf den Teeträger. Ja, jetzt aber. Jetzt aber. Ja, ist doch so klar. Ist so klar, ey. Weißt du? Ja, wie wiegt der nur ein paar Tonnen, der scheiß Teeträger, du blöder Pisser da unten, ey. Echt? Also langsam verliere ich hier die Geduld an dem Level. So, die ist tot, die ist tot. Komm, jetzt aber. Ja, ist es so klar. Oh. Ein Schuss Goldmedaille, Dankeschön. Endlich, endlich. Oh, es ist so toll. Kann ich endlich weiter in die neue Welt und da alle töten. Achso, hier brauche ich, glaube ich, die Bombe. Bam. Oh, jetzt kann ich aber nicht. Ich bin gerade in der Aufnahme. Beende ich mal schnell Skype. Weil, ne? So. So ja nicht. Also. Aber was soll mir das bringen? Dieses Teil, die Bombe hier wahrscheinlich gar nichts. Ich schmeiße den erstmal hier oben rein. Da, hi! Boah, ja, die ist aber kurz zerquetscht worden diesmal. Ach, und das TNT explodiert nur, wenn das eine Kugel von mir trifft. Und das war auch nicht besonders schwer. Ja, wenn man an seiner einzigen tragenden Stütze oder einzigen stützenden Säule einen TNT-Vorrat hat. Dann sagt das schon einiges aus, glaube ich. So darüber, wie clever die Leute sind. Nämlich, guck mal, wie blöd die sind. Ja, also so clever sind die. Oh, 3 Bombs. Ja, wir hoffentlich kommen wir mit einer Nuklearbombe. Ich muss wahrscheinlich einen hier treffen, nehme ich mal an. Oh, mit 2 Schüssen darf man. Schon gewohnt an einen jetzt. Ja, der kommt jetzt volle Kanne ins Wohnzimmer reingekracht hier, ey. Von euch überlebt gar nichts hier. Gar nichts überlebt hier. Wenn der Schieber am Katapult steht. Bis auf den Buhnen, der sich in Brettern einwickelt. An den habe ich nicht gedacht. Mann, ey. So ein Opfer. Baut sich da einfach in Sperrmüll ein, wie so ein Penner. Aber auch das hilft ihm nichts. Ja, guck mal, mit 3 sogar. Hatte aber 4. Opfer, ey. Besser als ihr. Ah, okay, ein Schuss. Aber das dürfte ja jetzt nicht so schwer sein eigentlich. Ja, die 3 Prinzessinnen hat sie quetschen, ey. Haben wir jetzt hier Privacy Wall. Oh. Jetzt man schafft es, sie umzuwerfen. Ah, vielleicht, wenn man ganz oben davor schießt. Jetzt müsste er zurückschwingen und jetzt schieße ich mal. Hier, fick dich und deine scheiß Privacy Wall, du Opfer, ey. Mach, oh, sagt er doch noch, oh. Ja, hast du nicht mitgerechnet, ne? Kleiner Spackomat, du. Ah, Time Fused Bomb. Toll, einfach nur was länger dauert hat. Die rollt dann da so runter. Und versteckt sich da und hängt noch ein bisschen rum, bevor sein explodiert. Und jetzt schieße ich hier voll rein. Oh, schaff's nicht. Boah, war ja niedlich. Also, ich glaube, ich muss schon beide da oben treffen, sonst wird das hier nichts. Nee. Oh, ja, komm, dann schieß noch ein bisschen höher hier.
Und meine Katzen randalieren hier im Hintergrund. Rüber ab! So. Zum Glück ist er einigermaßen erzogen und hört, ey, der alte Gammler, der. Okay, wie die aber auch einfach da liegen bleiben. Die kommen angeflogen, bleiben sofort liegen. Ja. Ist ihm ein Holzbalken ins Gesicht gefallen. Mach sie nix. Ach, wieder mit der Time Bomb, das ist ja langweilig, ey. Soll man lieber irgendwie so eine Brute Force Bombe machen, weil einfach alles explodiert nur um den rum. Alles. Aha. Wenn ich da oben hinschieße, reicht's nicht. Also das ist ja schon scheiße. Ja, jetzt muss er aber schaffen. Guck mal, jetzt liegt er da noch 2-3 Sekunden rum. Und was auch für ein Schloss so, weißt du? Crush the Castle, wo ist das denn? Castle. Hier, Ritter, hast du was? Schade, dass er noch nicht tot ist. Komm. So, komischerweise, manchmal sind ja echt leichte mit drin und manchmal echt super schwere, so. Wie vorhin da, wo du nix triffst. Okay, hätte ich mal nichts gesagt. Eigentlich müsste es so passen. Yeah. Ja, direkt dahin, wo dein TNT ist, du Pisser. Hahaha. Oh, komplett Gold, komplett Gold. So, jetzt sind die North Monties dran. Oh, Parachute Bomb. I don't like it. Ah. Boom. Ja, weißt du? Ist so klar. Er überlebt da unten. Als ob den zu der Zeit, wo die Schlösser gebaut haben, den irgendjemand ausgegraben hätte, glaubt er selber nicht. Oder? Glaubt ihr an sowas? Oh, gut. Hat ihn noch zerrissen da unten. The Great Wall. Tja, auch das hilft euch nichts gegen meine Parachute Bomb. Ich frag mich zwar, wie die da noch aktivieren wollen oder so. Ach, guck mal, kann man noch fallen lassen. Boom, Death from above. Ich hab ihn direkt getroffen in der Parachute Bomb. Oh. Ist auch wieder super schwer. So, weißt du, wie der Kanal vom Todesstern bei Star Wars. So. Ich baue mir natürlich so ein Ding da rein, damit halt auch bis zu mir ins Schlafzimmer explodiert. Wenn schon was passiert. Okay. Und, na? Weil die waren gerade bei dem Aufzug und er ist dann quasi aus Versehen abgestürzt. Also hier habe ich zwei Schüsse mit der Remote Bomb. Oh. Okay. Damit? Ich muss wahrscheinlich beide da reintreffen einfach. Ist gar nicht so leicht, jetzt den da reinzutreffen. Detonated while in the air. So kriegt man das Mega-Achievement, Alter. So, einfach drücken nochmal. Nee, so war viel zu tief. Ah, komm, mich trotzdem explodieren lassen. So. Und, na. Ah, wieder nicht geschafft, ey. Aber ich wette, die müssen beide da rein, damit das eine große Explosion wird. So. Und dann tötet das nur ihn? Ah, ich wette, beim nächsten Mal geht das Ding hier weg und die werden dadurch getötet. Also ich hoffe es zumindest. Mann. Das ist doch kacke. Jetzt muss man zweimal da in die Pisse reintreffen, ey. Unglaublich. Jetzt wahrscheinlich was. Vor allem noch nicht mal als erst jetzt mitgestorben. Was ist das denn für eine Scheiße? Boah. So, jetzt mir haut mein Kater wieder an der Tür rum. Den könnte ich auch schon wieder umbringen dafür, ey.